Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir debattieren heute Abend über die Absenkung des aktiven Wahlalters bei Europawahlen in Deutschland auf 16. Und das ist ein freudiges Ereignis. Denn wenn in einer Demokratie die Basis demokratischer Entscheidungen verbreitert wird, in der mehr Menschen an den demokratischen Entscheidungen teilnehmen können, dann verbreitert sich auch die demokratische Legitimation. Und das ist eine gute Sache, die wir heute hier beschließen oder zumindest auf den Weg bringen. Meine Damen und Herren, es ist viel darüber gesprochen worden, inwiefern junge Menschen überhaupt über ein politisches Bewusstsein verfügen. Und natürlich ist es dem Gesetzgeber erlaubt, an dieser Stelle zu typisieren und zu entscheiden, dass typischerweise 16- und 17-Jährige über ein hinreichendes politisches Bewusstsein verfügen. Und wir können das daran beobachten, dass sie auf die Straße gehen für Generationengerechtigkeit, beispielsweise beim Rentensystem, bei Staatsverschuldung, dass sie gegen den Klimawandel demonstrieren, dass sie sich einsetzen gegen den russischen Krieg in der Ukraine. All das zeigt, dass viele junge Menschen ein politisches Bewusstsein haben. Und wo sie es noch nicht haben, ja, da liegt es doch an uns, im Bildungssystem dafür zu sorgen, dass Menschen in den Schulen verstehen, wie unsere Wahlen funktionieren, dass sie begreifen, was da gemacht wird. Und wenn ich das auch mal sagen darf, ich würde mir wünschen, dass so manche Politiklehrerin und so mancher Politiklehrer auch dafür brennt, junge Menschen dazu zu bringen, an einer Wahl teilzunehmen. Und das sorgt dann für politisches Bewusstsein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht wen die Leute wählen, nicht wen die Leute wählen, aber dass sie an einer Wahl überhaupt teilnehmen, auch das muss im Bildungssystem hinreichend abgebildet werden. Und dann wird immer darüber gesprochen, übernehmen junge Menschen eigentlich hinreichend Verantwortung in anderen Bereichen der Gesellschaft, dass man ihnen auch das Wahlrecht schon mit 16 und 17 geben kann. Und dazu will ich sagen, dass wir einmal kurz darüber nachdenken müssen, wozu das Wahlrecht mit 18 bei einer Wahlperiode von 5 Jahren bei der Europawahl eigentlich führt. Es führt nämlich dazu, dass nicht nur 18-Jährige zum ersten Mal wählen bei der Europawahl, sondern auch 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige und 22-Jährige. All die wählen zum ersten Mal bei der Europawahl. Und wir in Deutschland haben aber eine Situation, in der junge Menschen mit 16 eine Ausbildung beginnen, in der Leute ihren Bachelor abschließen mit 20, in der sie berufsqualifizierende Abschlüsse haben, in der sie arbeiten, in der sie Steuern zahlen. Diese Menschen übernehmen Verantwortung in unserer Gesellschaft. Und deswegen haben sie es auch verdient, dass sie am politischen Prozess beteiligt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann wird darüber gesprochen, gibt es eigentlich ein perfektes System der Altersgrenzen im deutschen Recht? Gibt es das eigentlich? Mit 7 sind sie beschränkt geschäftsfähig, mit 14 sind sie strafmündig und mit 14 sind sie religionsmündig, mit 16 können sie Bier trinken, mit 40 können sie erst Bundespräsident werden. Also zu glauben, dass es ein perfektes System der Altersgrenzen im deutschen Recht gäbe, ist absolut absurd. Ich habe sogar herausgefunden, dass man Mitglied bei CDU und CSU mit 16 werden kann. Das ist unglaublich. Das ist ja wirklich gefährlich, wem Sie da alles die Möglichkeit geben, darüber zu entscheiden, ob man nun Annegret Kamp-Karrenbauer will oder Friedrich Merz will oder doch Markus Söder. Da muss doch an der Einsichtsfähigkeit so manchem 16- und 17-Jährigen bei der CDU-CSU wirklich gezweifelt werden, liebe Kollegen. Und deswegen sollte man sich das wirklich noch mal überlegen. Also, ich meine, es gibt dieses perfekte System nicht. Sie selber gestehen es Leuten zu, mit 16, 17 über politische Fragen zu entscheiden. Deswegen sollten wir das auch bei der Europawahl machen. Und ich will abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch sagen, es ist ja auch ein Zeichen, was von der heutigen Debatte ausgeht, an eine Generation, die während der Corona-Krise besonders gelitten hat. Und da gibt es eben Leute in diesem Parlament, die sagen, ihr habt besonders gelitten unter Schulschließung und so weiter. Deswegen seid ihr unsere Verfügungsmasse. Und wir muten euch jetzt auch noch ein soziales Pflichtjahr zu, kann man machen. Es gibt aber auch eine Mehrheit in diesem Haus, die sagen, wir nehmen euch ernst als mündige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ihr könnt mitentscheiden und das bringen wir heute auf den Weg. Vielen Dank. Alexander Ulrich gibt seine Rede zu Protokoll, wofür wir ihm danken. Und Brian Nicol.